Willkommen zurück zum voraussichtlich letzten Teil von Lollipop Chainsaw mit Damitz. Tach! Und mir, dem Vito. Und wieder begleiten wir Juliet Starling und ihren etwas körperlosen Freund Nick durch ihre Abenteuer in der Zombie-Apokalypse. Genau. Das Böse in der unfertigen Kathedrale. Aha. Also diesmal ohne Nun. Nuns with Guns. Nee. Nackte Nonnen mit dicken Kanonen. Dick wird immer in die Höhe geworfen. Wir spielen Fang mit ihm. Rosalind. Help! Boy, will you quit messing around over there? What? Me? He's distracting me, Dad. Alright. Due to you girls' fine work. It seems there's only one of these dark purveyors left. So here's what we're gonna do. Juliet, you attack from the front. I'll take out the bastards from here. Cordelia, you head this way. And Rosalind, here. Together, we should be able to find this last bastard. Got it? Yes, Daddy. Yep. Rosalind? Check it out! I gave it a makeover! I'm not! Son, if you don't quit acting like a fruit, I'm gonna stick you in the juicer. Now, come on. I can't take this anymore, Juliet. I'm just slowing you down. Just leave me in a trash can, okay? Or a mailbox or something, because I don't want to go any further. I'm not going without you. I love you. Na, Rosalind hat ihn ein bisschen geschminkt, ne? I made him a makeover. What about what I want? But what if the zombies find you? They love human face. It's their favorite part. That's a risk I'm willing to take. So living like this sucks anyway. No! No? You can't just take me if I don't want to... Yes, I can! Because I love you so much! Ja, bitte? Na, wieder hinten an den Gürtel geschnitten. Ach so. Let's get moving! Yeah! Kick some ass! Already. Ja, Nick ist mit Abstand der reflektierste Charakter in diesem Spiel. Kill me already. Großartig. Ja, die Familie ist ganz schön durch. Get out of my side. Ja, du weißt ja, was zu tun ist. Ich sehe nur noch Rock'n'Roll-Zombies. Ja, die Gegnertypen sind nicht mehr so vielfältig. Na, vor allen Dingen sind das die schwersten Zombies hier von allen. Die Rock'n'Roll-Zombies. Ja, weil die immer mit ihren Gitarren hauen. Ja, das ist Absicht. Unfertige Kathedrale. Wahrscheinlich sind sie eher so Metal-Zombies. Wobei, mit Schmalzgewürfe. Wahrscheinlich doch noch Rock'n'Roll von diesem. Außerdem ist es ja auch der letzte Akt. Na, okay. Ich dachte, das Spiel hat sich aufgehangen. Nee. Braucht nur manchmal eine Sekunde, um zu merken, was passiert, aber... Na, solange das Spiel wenigstens noch merkt, was hier passiert, ist okay. Im Gegensatz zu einigen anderen. Wo ist denn hier da? Achso, da muss man rauf. See, Nick? It's not so bad, huh? Time for shopping! Zumal du jetzt auch die Kohle fürs nächste Gesundheitsupdate haben müsstest. Und genug Silbermünzen. Oder? Toro Sushi macht mehr Gesundheit. Vom Sushi Master.
Ich könnte auch mehr Stärke machen, da fehlen mir jetzt dann noch 20 Münzen. Nee, dann mach lieber mal gesund. Du stirbst öfter, als dass du zu wenig Schaden machst, glaube ich. Hm. Beziehungsweise, dass du zu wenig Schaden machst, liegt eher an wenig Moves als... Ah, jetzt hätte ich noch eine, sonst hätte ich noch die Zielsuchende nehmen können. Naja, egal. Egal. Neue Zielsuchende Sneakers? Purple Pride Uniform, das kennen wir ja. Dating Uniform. American Cheerleader Kostüm haben wir schon. Ja. Da ist also nichts dazugekommen. Ah, schade. Vielleicht muss man sie auch wirklich alle erst kaufen. Naja. 30, so viel habe ich gar nicht. Ich bin mal leger und sexy. Genau. Zu besonderen Anlässen zieht Juliette ihren Neckholder-Top und ihre Hotpants an. Aha. Na dann. Zeigen. You took away my choice, Juliet. You're making me no better than those zombies. Achso, hat's aber jetzt nicht angezogen. Hä? Ja, es ist etwas verwirrend. Vielleicht hat sie es dann erst im nächsten Spiel an oder was weiß ich oder wie auch immer. Ah, die Sonne. Nervt langsam etwas echt, ne? I'll cover you until I'm out of ammo. Go! I could have if he stopped being a jerk. My sister is so awesome at shooting stuff. Have her put a bullet in me while she's at it. Quit being morbid, Nick. And this. Yay, fire! Nee. So ein Oberbösewicht. Achso, immer fleißig vom Kommen. So, Hubschrauber. Ich glaube, den muss man abschießen. Weil wir sind hier in einem Computerspiel, da können Hubschrauber nicht regulär landen. Endlich mal eine vernünftige Musik. Wieso läuft sowas nicht auf Star FM from Hell, hä? Zu hart. Völliger Rotz nicht mehr. Das läuft stattdessen Metal-Icke und wahrscheinlich, wenn wir nicht hinhören, auf Foo Fighters. Couldn't get worse. Nick, seriously, turn that frown upside down. The problem is, you or anyone else can turn my frown upside down anytime you please. Diese Sprüche immer. Turn that frown upside down. Zieh die runtergezogenen Mundwinkel hoch. Kommen. Hey Juliet, I'll clear a path and you make sure to get your butt in there. Oh, no.
dann rein ins Auto. Your sister is just as crazy as the zombies. Ja. Ja. Ach, Sonne ist jetzt endlich untergegangen. Also dein Haus verschwunden. Ich wollte gerade sagen, er ist rum. Oh, sag mal, es wird deutlich kühler, was? Ja, das auch, aber ich sehe endlich wieder was. Ist das nicht schön? Wo muss ich denn jetzt hier lang? Also der Part ist übrigens schon blind, ne? Also das Level davor war auch schon blind. Also so richtig blind. Nicht nur mit dem Blinden, sondern auch noch nie zuvor gesehen. Oder gespielt. Ja. Gespielt. Den Blind ist hier alles erkennbar am Blinden. Hm? Ja. Wo sind die denn, die Zombies hier? Ach so, die schweben an der Decke, irgendwo in der Luft. Abschießen. Genau. Na. Juliet, komm. Und noch mehr Zombies. Seriously though, I can't believe you want me to put you in a pizza box after everything we've been through. A mailbox, not a pizza box. How am I gonna fit the pizza box? You're being so selfish, Nick. I mean, you were a bird. Mailbox, not a pizza box. Also ein großer Zombie. Ich seh nix. So delicious. Ja? Nicht gerettete Mitschüler können aggressiven, starken Zombies werden. Aha. Das ist jetzt ein bisschen spät für die Ansage, meint ihr nicht auch? Wo ist dieser aggressive, nicht gerettete Schüler? Wo muss ich denn überhaupt hin hier? Ach, Mrs. Weeks of Orientation. Im Zweifelsfall kannst du doch immer noch alles zersägen, ob Silbe Münzen drin sind. Ihre große Schwester sniped vom Dach, dann werden wir quasi die Drecksarbeit machen. Jo, ganz kacke. Was macht ihre junge Schwester? Überfährt alle mit dem Bus. Achso. Ah, auch ein Plan. Und Papa überfährt halt alle mit dem Moped, ne? Ja, wahrscheinlich schon einen echten Motorrad. Thanks, Cordelia.
Kill me already! Hab ich sie jetzt alle. Ja. So. Jetzt bin ich hier. So. Sag an, Strulli. Wo muss ich lang? Hä? Achso, da geht's lang. Sie war schon mal besser. You have to go faster. Also. Die Bullen schießen da in einer Tour. Du kannst sie, wie gesagt, auch auf Entfernung kommen. Überhaupt erstmal eine Chance haben, jetzt irgendwas zu machen zu können. Oder so. Warum dreht sie sich jetzt um 180 Grad um? Keine Ahnung. Vielleicht hast du ja beim Buttonmashen die Kombination für um 180 Grad denn rausgefunden. Get down and stay down. So, wo lang nun? Vorzugsweise da lang, wo meine Zombies sind. Ach da. Da ist ein Fall. Where is Cordelia? Where is the Crisco? Where is? Yeah.
I love shopping. Boom, boom, boom. Crazy way it thrills me. Tell you why. Just like the lightning from what should the I get? Sky. He loves to kiss me till I can't see straight. Gee, my lollipop is great. Click, click. I call him lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lolly. What should I get? Lollipop, oh, lolly, 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 lolly. Well, damn, I'm out of ammo. Was so close. Sorry, Juliet, but the rest is up to you. Thanks, sis. Oh boy, now I feel the pressure. Now you feel the pressure. Mexico! Dangerous than the zombies. Oh, man. Rosalind, watch it! Watch out! Exciting.
Whoa, Rosalind, that was pretty amazing. Every time I hear that wrecking ball, it freaks me out so much, I neck fart a little. She's such a spasmatoid. The best calories. Awesome. Chainsaw Dash. Every time I hear that wrecking ball, it freaks me out so much, I neck fart a little. She's such a spasmatoid. Term. To who? To spasmatoid, like your sister. Rad! You have to admit, Nick, we've seen a lot of really interesting stuff today. Quit trying to turn it into something positive. This is a living nightmare. Oh, you're so cute when you're being a buzzkill. Die, my darling! There's a weight limit on this thing. Gotta make sure zombies don't slow it down. If they do, I'll put them on my new disembowelment diet. Yeah! Yeah!
selling pots of gold for 50 cents. It's getting too heavy. Yay might be pushing it. Whoa! Check out that cathedral! It's beautiful! Yeah, the aesthetics of my surroundings are so interesting to me right now. I know. Oh, this is asinine, Juliet. I don't need to be here. You're my moral support, Nick. You could do some cheers. Rah, rah, it sucks being ahead. Fuck everything. Rah, rah, how's that? Seriously? It was terrible. But I bet you'll get better with practice. Oh, this is awful. Oh my god, I can't unsee this. It's worse than when I walked in on my parents having sex. Yeah.
Yeah!
Whoa. The final battle. This is heavy. You're bumming me out. Scary. Oh my God. If I had an ass, I'd be shitting all over everything right now. I would never tell anyone, Nick, because I love you so much. You know, it's really hard being down around you sometimes. It's like you bum out my bummer and transform into something good, and I hate it. You're a dark. Something here. Well, that's it. I'll make sure you're protected from anything that gets in your way. Well, here I go. Good luck to both of you. Nick, you may not be the guy I'd pick for my daughter, but you're obviously the guy she'd pick for herself. And she's always been a hell of a lot smarter than me. Thanks. Let's go! Yeah! All right!
This is incredible. Juliet, you actually made it. Fantastic. You! How could you do this? To our school! To the people we loved! What? Juliet! That's what I'm talking about. Look who it is. Mary-Kate and Ashley. Oh, Juliet. I've been getting so lonely since you've been wasting all my dark purveyors. Poor Lewis here is the only one left. And there's about to be none. Ah, cocky little whore. I like that. Bring it on, douchebag. I'm gonna F you up. I love your passion, babe. Looks like we can make beautiful death together. Ha! I've got a feeling when I start playing, you're just gonna die! Rock and roll is here to stay. You're not. Stand. Gonna fly. You ready? Now let's go to the depths of hell! Hello! Rock! Stop! I'll keep you waiting. Sure, giant robot elephant doesn't even phase me anymore. Juliet!
comes. Watch out, Juliet. Of elephant rock. Make sure you don't fall behind here, Doc. Now come see me! Dude, Black Knight, you have no legs. Stop already. Fantastic work, Juliet. You've done everything just as I hoped you would, start to finish. Thanks for your cooperation.
Now the real deal is fulfilled. What? What are you talking about? You incredibly hot idiot. I told you, for the gates of hell to open, a ritual must be enacted. And you were part of it all along. I set this whole thing up, you fools! Now the ceremony has been completed! Upon you had to sacrifice 5 pre-selected zombies, and they must utter the sacred words at the point of their deaths. Meus vita rege pro nefario coepto. Why? Why are you doing all of this? Because you're just like everyone else! You pretended to be different, but you're not! What? Me? Yes, Juliet, you! Bitch! This is the end. The real end to everything. This school, this world, deserves to be destroyed. It rejected me. It ridiculed me. So I'll make this rotten world even more rotten. Rot away. Rot away. Rot. 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 So fuck all of you. Your eternal screams of horror will be my pop music. Zombie of zombies, Killabilly. Yesterday, I stubbed my toe. I was like, this is the worst day ever. Yeah, not quite. Sweet.